Herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video möchte ich einmal darüber sprechen, wie du es erkennst, ob dein Rückenschmerz von einem Nerv ausgeht oder von einer Verspannung oder beziehungsweise einem Muskel ausgeht, was im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass du Rückenschmerzen hast. Ich bin Leonhard Kirsch, Sportwissenschaftler und der Inhaber von Leo Movement Personal Training, und wir helfen vor allem Leuten in der Stuttgarter Umgebung, aber auch online deutschlandweit, Leuten dabei eben gesund und schmerzfrei zu werden durch Bewegung. Genau, und wie komme ich darauf, dieses Video zu machen? Es ist immer wieder für viele Leute sehr, sehr schwierig zu unterscheiden, okay, ist es ein verspannter Muskel, den ich jetzt vielleicht mit Faszientraining, Triggerpoints, Mobilität, mehr Bewegung wegbekommen, oder ist es tatsächlich ein Schmerz, der von einem Nerv ausgeht? Was kann da sein? Bandscheibenvorfall, es kann ein Muskel sein, der auf einen Nerv drückt und es deswegen wehtut, und es kann natürlich auch sein, dass du eine Fehlstellung hast und dadurch halt der Nerv irgendwie anders eingeklemmt wird in dem Gelenk oder so. Und deswegen möchte ich dir das jetzt einmal mitgeben, wie du das Ganze selber erkennen kannst und wie unterschiedlich sich diese zwei Schmerzen im Endeffekt anfühlen. Fangen wir mal an mit dem getriggerten Nerv, wenn das sozusagen von dem Nerv ausgeht, der Schmerz. Und ja, man kann das eigentlich schon relativ gut dann auch letzten Endes selber unterscheiden, wenn man es weiß. Und zwar fühlt sich ein Schmerz an, also das ist meistens irgendwie sowas, was ausstrahlt, und entweder fühlt sich irgendwas, ein Gliedmaß oder eine Stelle an deinem Körper taub an, es kribbelt, es fühlt sich, also ich sage immer, es zwiebelt, oder es fühlt sich so an, wie als wenn da Strom durchfließt. Also wie als wenn du dauerhaft so einen Stromschlag bekommst in diesem Areal am Rücken, oder es strahlt so von hinten übers Gesäß ins Bein aus, oder es zieht an der Wade oder am Schienbeinmuskel, fängt es so an zu brennen, zu zwiebeln, sage ich immer, oder halt einfach weh zu tun. Und was ist dafür verantwortlich? Habe ich gerade schon gesagt, ne? Bandscheibenvorfall kann es sein, muss es nicht sein. Es kann aber auch sein, dass ein Muskel, der einen hohen Tonus hat, auf den Nerv drückt. Das kann eine Fehlstellung sein, wo irgendwie ein Nerv eingeklemmt ist in irgendeinem Gelenk. Also das kann ja mehrere Ursachen haben. Und es kann natürlich auch sein, dass du beispielsweise einfach eine Fehlstellung oder eine Wirbelblockade hast. Also was auch ganz, ganz häufig ist, dass der Wirbel einfach so sich verdreht oder verrutscht. Das kann man dann auch relativ gut wieder korrigieren. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass du da einfach Krafttraining draufsetzt, um dann die Muskulatur außenrum zu stärken, dass das halt eben nicht die ganze Zeit oder immer wieder passiert, dass der Wirbel verrutscht, dass das Gelenk das irgendwie einklemmt. Da ist dann eben ganz, ganz entscheidend Krafttraining, wenn du einen Schmerz hast, der vom Nerv ausgeht, wenn das Ganze korrigiert wurde. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man erstmal die Ursache klärt, wo kommt's her, wenn es vom Nerv kommt, das Ganze korrigiert gegebenenfalls und dann mit Krafttraining stabilisiert und in der richtigen Position verankert. Und der zweite Schmerz ist dann häufig eher so eine Spannung, so ein dumpfer, drückender Schmerz, meistens ein Areal oder ein Punkt am Rücken oder ein Muskel, der sich einfach fest anfühlt und wo dann einfach diese einzelnen Schmerzrezeptoren im Muskel getriggert werden, und das Ganze tut dann halt auch weh. Und das kann man aber wesentlich leichter und vor allem auch schneller korrigieren, indem man einfach das Ganze auch mal massiert. Gibt es ja von mir auch schon ein Video, warum dir Massagen langfristig gesehen nicht helfen, aber kurzfristig ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich verlinke das Video hier auch irgendwo nochmal in dem Video. Aber wenn es eben von einem verspannten Muskel ausgeht oder einem hohen Tonus, dann ist es sehr, sehr häufig, dass der einfach einen hohen Tonus hat. Und Muskel verspannt nicht einfach so von selber. Das habe ich auch schon mal erklärt. Und zwar ist es ganz klassisch dieses Prinzip, wenn du einen Muskel zu lang in die Länge ziehst, sei es durch eine längere Fehlhaltung, sei es
durch irgendwas, was vielleicht verrutscht ist, eine Blockade oder so, dass der Muskel länger in die Länge gezogen wird, dann baut er eine Schutzspannung auf und dann spürst du irgendwann den Schmerz und das kann dann auch sehr, sehr lange dauern und bevor das Ganze nicht wieder korrigiert ist, fängt er halt immer wieder an, diese Schutzspannung aufzubauen, auch wenn du dann aus der Massage rausgehst, dich gut fühlst, weil die Spannung vom Muskel erstmal runtergenommen wurde. Wenn du nicht langfristig was an deiner Körperstatur, an deiner Körperhaltung veränderst oder an deinem Alltag die Lebensumstände anpasst oder das Ganze so anpasst, dass dieser Muskel nicht die ganze Zeit in die Länge gezogen wird, wird sich das Ganze auch nicht ändern. Ne? Also da ist halt dann wichtig bei uns immer Beweglichkeitstraining, Krafttraining, dass man das Ganze dann eben korrigiert und ausgleicht. Gut, ich hoffe, dieses Video konnte dir helfen, diese Unterscheidung für dich etwas klarer zu machen. Geht der Schmerz von einem Nerv aus? Was mache ich bei einem Schmerz, der von einem Nerv ausgeht? Oder ist es eher von einem Muskel, von einer Verspannung? Was mache ich da? Genau. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, das auch für dich umzusetzen. Wenn du Hilfe brauchst, trag dich gerne auf unserer Website ein. Link findest du hier unter dem Video.